Ich hab's. Ich hab's. Dort ein Portal. Und natürlich hier unten ein Portal. Deswegen auch hier dieser Warnhinweis. Hallo, Würfel. Ich behaupte immer, ja, ja, ich kenne das Spiel. Tausendmal schon durchgespielt und so weiter. Dann leite ich mir hier so eine Aktion, ist ja unglaublich. Oh, Musik gerade so geil. Und laut, aber auch geil. Ach ja, ich hoffe, ich habe es gut platziert. Ja, sehr gut platziert. Grrr, schissen, ich will jetzt nicht laufen. Jetzt kann ich da hinten keine Portale setzen. Jetzt muss ich laufen. Toll. Ja, da hat sich gerade die Maus vom Tisch verabschiedet. Jawohl. Okay. Schneller, schneller. Ja, das linke Maus, das hier, das blaue Portal, das dürfen wir noch setzen. Oh, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Also ich könnte mich jetzt natürlich rüber beamen, aber ich springe lieber, weil da muss ich das Portal da hinten nicht nochmal setzen. Guck mal, die ist hier. Zack. Wirklich? Wow, fast getroffen. Gut. Zur Belohnung wurde in der Hauptkammer ein Siegeslift aktiviert. Yay, Siegeslift for the win. Langsam beginnen die ja uns etwas zu verhätscheln. Merkt ihr das? Oh, Auge. Wo ist eigentlich die Fahrstuhlmusik? Sträflich, dass hier keine rumlungert. Lade Daten. Schön, jetzt mach dich hier auf. Danke. Das Enrichment Center achtet auf das Wohlbefinden aller Teilnehmer. Kuchen und Trauerverarbeitung stehen am Ende des Tests zur Verfügung. Danke, dass wir Ihnen helfen durften, uns zu helfen. Och, bitte sehr. Habe ich ja gerne gemacht. So, 15. Jetzt müssen wir ja ganz viel Zeugs beachten. So, da oben ein Portal hingesetzt. Und weil wir da hinten ja keins durchsetzen können, das breite ab, hier noch eins hingesetzt. Und wenn das nicht reicht, setzen wir dieses Portal etwas weiter nach vorne, nämlich hier hin. Und durch sind wir. Schön. Oh. Was war das gerade? Es kann da durchfliegen, verdammt. So, wie machen wir denn das? Ich setze hier eins hin und da eins hin. Verdammt, da werden die Portale gleich ganz gelöscht. Okay. Verdammt. Einen habe ich noch, wa? Jawohl. Hat funktioniert. Ich finde es blöd, dass die Portale... Wo, na gut, ist halt ein Element, ein Rätselelement, dass die Portale gelöscht werden da drin. So, hochfahren. Hochfahren. Was? Ich fahre nicht hoch. Ich fahre runter. Was haben wir hier? Wieder... Oha, da müssen wir wirklich extrem weit springen. Genau. Und weil jetzt es nicht reichen würde, dort reinzuspringen, weil wir gar nicht so weit kommen würden, ja, gibt es hier noch einen kleinen Anstoß. Da muss man quasi im Flug hier noch ein neues Portal setzen. Zack! Und geschafft! Wisst ihr eigentlich schon, dass wir fast ziemlich am Ende des Spiels sind schon wieder? Ja, ja, ich will ja nicht spoilern, aber so ist es. Nee, ich spoiler nicht. Also nicht nochmal. Und drüben. Schön. Ah, Gottchen. Hier habe ich lange dran gesessen. Ein gewisser Zuschauer meiner LPs wird sich jetzt an diese Stelle erinnern, wo er mich gestört hat. Sag guten Morgen.
Na, wie geht's so? Was machst du gerade? Ich zock Portal. Aha, aber ich sehe hier nur zwei so Lappen. Was ist das überhaupt? Zwei so hydraulische Dingsbumsens. Hat er nicht wörtlich gesagt, aber so ungefähr halt, ne? Und ich sag so, ja, das ist ja nicht nur Portal, das macht ja, also das hier, ja. Und wie lange sitze ich hier dran schon? Eine halbe Stunde. Und schon geschafft? Nee. Da sag ich so, ja, schön scheiße, ne? Nee, sagt er so. Ach, egal. Auf alle Fälle mache ich dann so. Ach ja, und es klappt fast, ne? What? Na gut. So vielleicht? Nee, warte. Komm, raus da. Rein da. Zack, siehste. Genauso haben wir es dann auch gemacht. Was glaubst du denn, wie schwer das war? Gibt es eigentlich keine Wörtchen für, sag ich mal. Oh Gott, runter da und rüber. Genau. So, jetzt ist nämlich dieser Lift hier aktiv. Was soll ich sagen? Ist ja nicht so, dass er sich jetzt nicht bewegen würde oder so. Zack. Oha, nein. Ah, ich vergaß, dass er ja noch gar nichts war. Da war ich wieder zu schnell. Ja, komm, mach weiter. Danke. Ladedaten. Zum Glück müssen wir das Rätsel hier hinten nicht nochmal machen. Also, ich darf den blauen setzen. Zack. Blaues Ding. Nee, ach, ist egal, welches jetzt. Ich kann das rot, ja, orangefarbene nochmal setzen. Komm on, das schaffst du schon. Das Miese ist nämlich, dass das jetzt hier in der Wand verschwindet. Wir müssen uns wirklich die ganze Zeit permanent bewegen. Da ist ein neues Ding. Wir setzen den blauen. Zack. Statt jetzt hin auf die nächste Plattform zu gehen, das habe ich nicht beim ersten Mal so gemacht. Hä? Oh nee, ey. Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe es zwar geschafft, diesen mega geilen Jump, aber ich bin direkt durch diese Energiekugel gestorben. So ein Scheiß. Kleine Abkürzung, ich bin ein Cheater. Oh, oh. Zack, ich hab's gesehen. Oh, da drüben. Ich bin ein Cheater. Oh, oh. Jetzt müssen wir natürlich das andere Dings nehmen. Auch blöd. Zack. Und... Zack, hast gesehen? Hab's überlebt. Genial, ich hab's genau dort in die Mitte gesetzt. So, dass das Ganze ungefähr so aussah. Zack, zack, zack. Echt, einfach mal genial. Wo kommen wir hier hin? Aha. So, wenn ich das jetzt aufmache. Aha. Ich glaube, einfach den Rot mal da hinzusetzen. Ach, das Ding ist unendlich. Das ist ja äußerst praktisch. Warte. Ich möchte das mal so hinsetzen, dass das hier schon auf einer unendlichen Bahn so ein bisschen zentrifugiert. Da habe ich hier nicht so viel Stress. So, das blaue Portal setzen wir hier hin. Das orangefarbene dorthin. Den Knöpfchen hier drücken. Und dieses Knöpfchen hier auch drücken. Verdammt. Komm schon, schneller. Verdammt! Warum hält das nicht ewig? Ist ja unglaublich. So, und den hier auch. Wussten Sie, dass Sie dem Mädchen Selbstwertfonds von Aperture Science eines oder alle Ihre Organe schwenken können? Ganz recht. Wusste ich nicht, aber danke für die Information. Sie war höchst erhellend, sag ich mal. Schön, dass jemand mir das sagt. Ich sehe gerade, wir hätten auch einfach dieses Ding da hin und her pendeln lassen können. Die Aufzüge benutzen, aber wäre langweilig geworden. Hätte vielleicht auch nicht geklappt, zeitlich, aber gut. Ist wahrscheinlich nur so da, wenn man die Aufzüge benutzt, dass man dann da steht und denkt sich, Scheiße, es reicht nicht.
Aber ich bin ja gleich auf die Idee gekommen, da durch die Gegend zu teleporten. Lade Daten. So. Hallöchen, neue Anzeigetafel. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch ärgerlich. Eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. Toll. Hallo. Hallo. Jawoll. Kugelsicher. Lasst euch nicht irritieren. Aber die Dinger sind strunzdoof. Sehen mir gefährlich aus. Guck mal. Ich verzeihe dir. Oh, das ist aber nett. So, wen haben wir hier? Suchmodus aktiv. Ach, das ist natürlich ungreifbar. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin dir nicht böse. Oh, das habe ich auch nicht erwartet. So, pass auf. Mit dir habe ich was vor. Ist ganz einfach. Das eine Ding hier, das andere unter dir. Beziehungsweise, warte. Verdammt! Nein! Oh, wir sind fast tot. Wieso? Darum. Ah, wir hätten auch was. Nee, verrate ich nicht. Nee, verrate ich nicht. Wir werden es ja gleich erfahren. Guck mal hier. Blutspuren. Die. Jetzt halt mal die Fresse denn. Die ersten Blutspuren im Spiel. Hell. Keine Sorge, da kommen noch ein paar zu. Guck mal hier, wenn ich jetzt hier so nicht hingehe, da sind auf der Wand auch Blutspuren. Allerdings sehen sie schwarz aus, denn ich habe kein Herz. Zack. Handabdruck, komm, patsche, patsche Händchen. Oh, ja. Nein, das ist nicht so gut. Oh, Hallöchen. Spielmodus, willst du wieder verarschen? Okay, wir können hier reinkriechen. The cake is a lie. Und dann ganz viele Tage. Ich bin echt gespannt. Also diese Striche dort bezeichnen wahrscheinlich Tage, die jemand hier drin verbracht hat. Und hier, Tasty. Ein Kuchenplakat von Aperture Science. Der Kuchen ist eine Lüge. Wir haben ja den Hinweis bekommen, dass im Falle unseres Todes von Aperture Science unseren engsten Verwandten, von denen wir im Übrigen gar keine haben, dass den Kuchen spendiert wird. Sollen wir wirklich glauben, dass die uns keinen Kuchen geben würden? Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Was haben wir? Ein Wasserkocher. Also, ein Eibrater, besser gesagt. So können wir jetzt alles mitnehmen. Hier, was haben wir? Wasserflasche, genau. Komm, dreh dich. Ja, egal. Hier, Konserven. Eine Milchtüte. Die nehmen wir mit. Die wird uns helfen im Kampf gegen die Roboter. Fahre hoch. Das ist hier nämlich das Geheimnis. Pass mal auf. Einfach auf das X. Das ist da unser Freund. So. Geil, was? Da hat ernsthaft ein Milchkarton unserer hochverehrten Militärdrohnen ausgeschaltet. Nö, ich bin weg. Als ich es zum ersten Mal gespielt habe, habe ich es noch mit dem Blöcken gemacht. Weil es ja dann schon ein bisschen mehr aus wie David gegen Goliath, aber nö, inzwischen mache ich das eigentlich fast nur mit Lichttüten. Nö, ich bin weg.